alles gut gegangen. Auch für das Baby alles gut gegangen. Linry! Du bist wach! Quince! Wie geht es dir? Ich bin okay. Der Eingriff verlief reibungslos, Linry. Wir werden mit den Nachuntersuchungen fortfahren, aber bis jetzt sind sie noch im grünen Bereich. Und das Baby? Er ist im Moment stabil, aber wir müssen ihn hier noch ein paar Monate überwachen. Seine Organe sind nicht voll entwickelt und wir halten ihn am Beatmungsgerät. Aber selbst dann ist unsere Hilfe nur bis zu einem gewissen Punkt möglich. Ich bin nicht sicher, wie er sich entwickeln wird, wenn er aufwächst. Aber es wird nicht einfach sein. Tun Sie Ihr Bestes, um für ihn zu sorgen, okay? Junge. Warte mal kurz. Oh, das hat mich schon wieder gekillt. Das ist schon wieder.
In seinem jetzigen Zustand? Meinst du, es wäre okay, rauszugehen? Henry. Ja, okay. Ich kann das nicht mehr, ich kann das hier nicht mehr, ey. Mein Gott, das gibt's doch nicht. Papa, wo gehen Mama und Opa hin? Sie sind auf dem Weg, dir etwas wirklich Cooles zu besorgen. Also halt einfach durch, okay? Okay. Du schlägst dich tapfer, Champ. Hast du Hunger, Tobi? Irgendwas, das du willst? Lass es uns einfach wissen. Holt er das Teleskop? Ich wusste es. Könnte ein bisschen Staubwisch vertragen, aber funktioniert immer noch wie neu. Ich kann nicht glauben, wie lange es her ist. Hoffen wir nur, dass die Sterne nicht weg sind, hm? Ich wollte warten, bis er ein bisschen älter ist. Wieso das? Nun, du siehst so etwas nur einmal zum ersten Mal. Etwas. Es ist schön, wenn man sie nicht nur als hübsche Lichter am Himmel zu schätzen weiß. Erinnerst du dich noch daran, als du mich das erste Mal zum Sternegucken mitgenommen hast? Wie könnte ich es vergessen? Ich habe dich gefragt, ob du ein Stern oder Lavendel sein willst. Und du hast gesagt, du willst ein Stern sein. Damit alle anderen sehen können, wie schön der Lavendel ist. Ich habe gelogen, weißt du? Ich meine, zu der Zeit war es dumm. Ich wollte dich nur stolz machen. Aber später dann, tatsächlich strebte ich danach, ein Stern zu sein. Es war nie wirklich, weil ich es wollte. Es war nur, weil ich Angst hatte, meine einzige Chance zu verpassen, zu strahlen. Ich weiß, ich soll nach Großem streben und meine Spuren hinterlassen, aber ist es falsch, wenn alles, was ich wirklich sein wollte, nur ein weiterer Lavendel ist? Ich weiß nicht, wie es ist, nach Großem streben zu wollen, Lin, aber ich weiß, dass diejenigen, die eine Spur hinterlassen, sich oft nicht vorgenommen haben, dies zu tun. Aber sie tun es trotzdem und oft auf die unerwartetste Weise. Und hey, ob du es magst oder nicht, du hast auf jeden Fall einen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich meine, sicher, es mag nicht für die ganze Welt etwas bedeuten, aber jemanden die ganze Welt zu bedeuten, zählt immerhin auch etwas, oder? Wie du mir und, so bin ich mir sicher, tut Tobi es dir. Ich weiß, dass du immer noch Schuldgefühle hast, Linry. Aber das bringt doch nichts. Niemand ist für immer hier. Also können wir nur das Beste aus dem machen, was uns gegeben ist. Und das schließt die Zeit ein. Also, lass uns mit ihm die Wunder sehen, die diese Welt noch zu bieten hat, hm? Ja. Hallo?
Was war das? Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht, nein. Wenn du das jetzt machst, dann bin ich weg hier. Wenn du das jetzt machst. Nein, das gibt's nicht. Tobi, kannst du mich hören? Bitte, schickt einfach sofort jemanden. Nein, er ist nicht. Nein, oder? Bitte nicht, bitte nicht. Sie mich verarschen. Ist der Friedhof. Okay. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch sie ihn einfach alleine gelassen. Henry, alles ist bereit für die morgige Präsentation. Die Tests verliefen alle ohne Probleme. Tolle Arbeit, Al.
Du solltest dich etwas ausruhen. Sie werden morgen früh hier sein. Du arbeitest noch? Ja, ein weiterer Test schadet nie. Da kann ich nicht widersprechen.